Heute möchte ich der Cleo ihr Gesicht freischneiden, dass sie wieder besser aus den Augen sieht. Und dann nehme ich euch mit und zeige euch, wie ich das mache. Durchgekämmt habe ich sie im Gesicht schon. Ja, schauen wir mal, wie das Ergebnis wird. Was ich benutze, ist die gebogene Schere mit der abgerundeten Spitze. Die ist eigentlich ganz toll da dafür, gerade für oben rum. Dann habe ich für die Ohren, zum die Haare rausschneiden, eine kleine Nagelschere, auch mit abgerundeter Spitze, das ist so Babynagelschere. Dann die normale Schere, auch wieder mit abgerundeter Spitze. Und ich benutze gar noch einen Kamm, den ich vielleicht ab und zu brauchen werde. Okay, dann geht's mal los. So, Cleo, komm, tu mal Haare schneiden. Kommst du mal her? Komm her. So, super. Prima. Du sitze. Ja, Haare schneiden, gell? Setz dich her. So, komm her. Ah, oh, du hast gar keine Lust drauf. Aber Schatzi, das muss sein. Das muss sein. So, genau. So. Bist eine feine Maus, gell? Ja. Der Körper haben wir gestern schon geschnitten, gell? Haben wir gesagt, den Kopf machen wir heute. So spät geworden gestern, gell? Ja. Leo findet Haare schneiden immer gar nicht so prickelnd. Aber muss halt sein, gell? Die wachsen sonst so arg. Ja, findest du das blöd? Nimm du mal den Kopf da drauf. So, komm hier. Komm hier, mein Schatz. So, genau, so geht's besser. Ja. Nase wieder ein bisschen kürzer und dann die Augen, dass die Cleo wieder gut raussieht. So, hier muss ich wieder ganz arg aufpassen wegen der Tasthaare. Leider verwische ich da immer viel zu viele. Ich versuche die immer stehen zu lassen, aber das ist gar nicht so einfach. Aber die andere hat mir auch schon gesagt, dass es relativ schwierig ist. Naja, wir geben unser Bestes, gell, Mausi? So, komm mal her wieder, Cleo. Oder magst du liegen bleiben? Guck mal, so geht's auch. Dann gucke ich erstmal nach den Tasthaaren. Ja, genau. Genau, suchen wir die mal raus. Gibt jetzt ein Gefriemel hier, gell? Ja. Nehme ich auch immer gern die Nagelschere dafür, weil die einfach weniger abschneidet, dann ist die Chance größer, dass man die Tasthaare stehen lassen kann. Komm mal her, süße Maus. Ja, da der Platz her. Ja, musst du nie sehen. Gesundheit. Gesundheit, mein Schatz. Gell, die Haare kitzeln auch. Ja. Ja, das ist echt Zeit geworden. Die Cleo hat sehr lange Haare im Gesicht. Aber irgendwie, ja, fand ich das auch so süß, wenn das so bärig aussieht. Könnt mir ja mal sagen, was ihr süßer findet. Eher so der Bär oder eher, ja, wenn sie kürzer geschnitten sind. Feine Maus, prima machst du das, gell, mein Schatz? Wie machst du das? Na, lass mich das machen, Schatzi. Kannst du nicht helfen mit deiner Pfote, gell? So. Kitzel das. Kitzel das. Deiner Nase.
Da ist ein Taster. Ich habe eins gefunden. Das tun wir gleich auf die Seite. Das tarnt sich hier so gut mit, gell? So. Genau, dann tun wir nachher die grobe Haare weg und danach lassen wir einfach den Saugroboter fahren und dann ist wieder sauber bei uns. Gar so schnell geht es dann. Ja. Na, Leo, warte, bleib da, Schatz. Bleib da. Du hast immer mehr weiter ab, komm mal her. Leo, komm her mit deinem Kopf. Magst nicht. Finde ich aber doof, wenn du nicht herkommen magst. Hm? So. Hm. Jo, ich glaube so ganz gut, gell? Doch mal die größere. Hier hinter. Gell? Mit der größeren Schere wagen. So. Genau, ich halte immer so meine Finger von der Haut dazwischen und dann schneide ich ab. Dann habe ich so circa immer die gleiche Länge. Das finde ich eigentlich funktioniert ganz gut. Ich bin ja leider nicht vom Fach, aber ja, es funktioniert. Da ist auch wieder so Härchen hier. Tun wir auch wieder auf die Seite. So. Ja, Cleo. Man muss so aufpassen, dass man die nicht mit verwischt. Hm. Mäusle. Ja, es wird, gell? Ganz langsam, aber sicher wird. So um die Lippe mache ich das Gleiche. Hebe ich auch mal Hand dazwischen, ziehe die Haare vor und schneide sie ab. Wenn man die lässt, dann gehen die immer so in den Mund rein und das findet die Cleo auch nicht gerade lecker. Gell, wenn man isst, dann sind immer so Haare mit drin. Das ist nicht schön. Ja, es hat schon ganz schöne Portion gegeben, ganze Handvoll. So, mein Schatz, jetzt komme ich da mal runter. Hm? Komme ich da unten besser hin, an die untere Lippe hier. Da oben haben die Hunde auch Augenbraue und die versuche ich auch immer stehen zu lassen, weil irgendwie gehören ja Augenbraue auch dazu. Oder Wimpern sind das, glaube ich. Das sind Wimpern, keine Augenbraue. Genau, das sind so, die Haare sind so anders, die haben eine andere Struktur. Ja, na, hier sieht man wieder so Tasthaare. Und die versuche ich ausstehen zu lassen. Jawohl, wenn du dich so drehst, ist das super, mein Schatz. Kann ich das super gut schneiden. Ja? Durchkämmen. Da unter der Irle, da verknotet sich das auch immer gern. Gell, Cleo? Da. So, genau. Da ist ein kleines Knötchen drin. Warte, komm mal hier. Ah ja, guck, so geht's auch weg. Gell? Das tun wir einfach so auseinanderziehen. So, prima. Gute Maus, komm mal hier.
Schatzi, ich möchte hier weitermachen. Hier an deinem Öhrchen. Na, ich mach mal dem Ohr, dann sieht man ein bisschen besser. Gell? So. Ich heb da auch einfach meinen Finger dazwischen wieder, zwischen Haut und da, wo ich schneide, und dann schneide ich ab. Kleine Schere wieder. Im Ohr ziehe ich die Haare mir raus und schneide sie ab. Man muss nur aufpassen, dass man nicht ins Ohr reinschneidet. Ganz arg aufpassen. Das ist ganz arg wichtig. Oh, schon keine Lust mehr. Die Cleo hat keine Lust mehr. Das ist immer erstaunlich, wie viele Haare da rauskommen, gell? Obwohl es zum Tierarzt heißt, die Cleo hätte gar nicht so viel Haare im Ohr. Weiß nicht, wie das denn beim Hund aussieht, der viele Haare im Ohr hat, aber ich finde, für die Cleo sind es schon einige Haare, die da rauskommen. Halt, bleib, mein Schatz, bleib. So, guckt mal, das ist aus dem Ohr rausgekommen. Das sind die Härle vom Ohr. So. Mäusle, machen wir die Haare da ums Ohr drumherum auch kürzer, gell? Mache ich auch wieder auf so eine Fingerbreite kürzer. Ich finde es schön, dass die Cleo immer so viel Geduld mit mir hat. Ganz arg toll von der Cleo, gell? Und gerade habe ich es noch gesagt, geh du süße Maus. Ja, hat gezippelt. Dreh dich mal wieder rum. Tu mal den Kopf da hinlegen, Schatz. Kopf da runter. Jawohl, so ist es fein. So ist es fein, Maus, feine Maus, feine Maus. Ja, feine Maus. Bleib liegen. Bleib liegen, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, Schatzi. Oh, da hast du ganz viele Haare, die weg müssen, gell? So, genau, um die Ohren drumherum schnappe ich mir auch das Ohr, heb meinen Finger zwischen Ohrende und dann schneide ich da drumherum. Da kann man die gebogene oder die gerade Schere nehmen. Was einem lieber ist, ich nehme immer die ich gerade zur Hand habe. Geht eigentlich mit beide ganz gut. So lange dazwischen, gell? Hier steht auch noch Antenne ab. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, lauter kleine Antennen, die da abstehen. So, nehmen wir mal kurz die Bürste da. Jawohl, Cleo, prima. Die Cleo weiß schon ganz genau, wenn sie brav stillhält, dann gibt es danach eine tolle Belohnung. Oh, das zippelt, gell? Habt eure Hunde unter den Ohren auch gern Verfilzungen oder geht es bloß uns so? Berichtet mal. Bin ich echt gespannt drauf, wie das bei euch ist. So. Deine Haare, gell? Sind deine Haare, ja? Leo, ihre Haare.
Gleich habe ich es geschafft. Gleich habe ich es geschafft. Ja. Ja, bleib liegen. In der einen Seite zumindest. Also das Gezippel hier habe ich gemeint, mein Schatz. Dann setzen wir uns mal wieder ein bisschen gerade hin. Ich liege ja hier halb auf dir drauf, mein Spatz. So. Ui, ganz viel Ohrhaare hier, gell? Wir sind noch nicht fertig. Oh, schön kuscheln, ja. Immer so schön, wenn die sich so freut. Gell, Cleo, wenn du dich so freust, ja. Ja, mein süßes Maus, ja, mein süßes Maus. Ja. Ja, mein süßes Maus. So. Können wir weitermachen? Nee, wir sind noch nicht fertig. Komm noch mal hoch. Die eine Seite haben wir jetzt und die andere, die sieht noch ganz wild aus. Guck mal das an. Das sieht ja noch ganz komisch aus hier. Hm? Oh. So eine verschmuste Kuschelmaus, die Cleo. Gell? Kuschelmaus. Müssen wir nachher hier sauber machen, du. Durch das Gekuschel fliegt hier alles in der Gegend rum. Ja, egal, gell? Komm mal her. Mach mal Platz. So, genau. Guck mal, wenn dich so drehst, dann sieht jeder was. Genau, so ist es perfekt. So bleibst du. Das ist richtig gut, Lini. Richtig gut, ne? So war es richtig gut, habe ich gesagt. Bleib mal so. Mausi, du bist ja Liebe, ja. Komm, mach mal Platz. Platz, so. Genau, wir haben nämlich zwei Ohren. Sollten wir auch beide ungefähr gleich machen. Das ist eine Schere. Schere, ja. Komm, bleib. Cleo, bleib so. Bleib. So. Gut wäre es da, wenn man mit beiden Händen gleich gut schneiden könnt. Aber leider bin ich Rechtshänder und mit links würde es gar nichts hingeben. Das wäre ein Katastrophchen. Ein Katastrophchen wäre das mit links. Da hätte ich so Angst, dass ich die Cleo schneiden würde. Das wäre gar nichts. Gell, Lini? Cleo, irgendwie sieht hier niemand was, was mir macht. Wir müssen uns anders hinsetzen. Komm her. Kannst du so machen? Komm, mach mal Platz. Platz. Komm, Platz. Schatzi, mach mal Platz. So, guck mal, hinkuscheln. So ist doch fein. Genau. So, dann schneide ich jetzt auch erstmal die Ohrhaare raus. Genau, so. Jetzt vorsichtig, gell? Erstmal rausziehen. Und dann ganz vorsichtig abschneiden. Bleib mal liegen. Ich weiß, dass es in den Ohren blöd ist und zippelt, aber die Haare müssen halt da raus, Schatz. Gell? Jo. Ja, ist doof. Ich weiß. Würde ich auch blöd finden. Ich kann dich da voll verstehen, mein Schatz. Bleib liegen, wir sind noch nicht fertig. So ist es perfekt, wenn du so liegen bleibst, Mussi. Komm, so, bleib. Kann ich da weitermachen? Guck mal, ist doch gar nicht schlecht. Bleib liegen. So. Hier. So, genau. Die Haare da drumherum ein bisschen abschneiden, gell? Ja, mein Schatz. Hier kürze ich auch immer die Innenseite Ohrhaare hier. Ja, dass wir alle ungefähr gleich lang haben.
Manchmal so, dann liegt die Cleo so neben mir und plötzlich denke ich, huch, wo kommt denn da nur so ein langes Haar her, gell? Da schneidet man immer nur so ein, zwei Tage immer mal wieder wo eine Frenze ab, wenn da irgendwo was Längeres steht. Und dann passt es irgendwann. Aber ich glaube auch, das ist normal. Mensch, man geht zum Hundefriseur, dann ist es wahrscheinlich perfekte Nacht. Weiß nicht, ob man es sieht. Jetzt finde ich, sieht das Ohr inner ganz gut aus. Gell? So. Haben wir hier. Hier die Haare, das sind die, die immer so verfilzen da unter die Ohren, gell? Und dann wieder hier auf die Tasthaare aufpassen, wenn man weiter nach vorne kommt. Da wird es wieder fitzelig, sagen mir Schwaben. Magst du ein Kissen mit drunter? Ein bisschen hoch vorne, Magli. Bleib so, bleib, guck mal da. Da, so. Jetzt tun wir da den Kopf drauf. So ist es besser, gell? Leo liebt es nämlich, den Kopf auf eine Kiste drauf zu legen. Macht es im Sofa meistens. Wo ist fein? Prima machst du das. Prima. Warte mal. Sieht doch ganz kuschelig aus, oder? Da war noch was Langes. Die Äugle rum, dann siehst du wieder besser raus. Doch, doch, an die Lippe, Schatzi, an die Lippe muss es auch sein. Komm hier. Können wir da nicht lang lassen. Komm hier, du musst auch weg. Warte. Warte. Hey, leg mal den Kopf hin. Warte. Warte, warte, warte. Warte. Kurze Pause. Kurze Pause. Kurze Pause. So. Kurze Pause war's, gell? Eine kurze Pause war's. Eine kurze Pause war's. Keine lange Pause, eine kurze. Kopf hinlegen, Schatz, Kopf hinlegen. Guck mal, da sehe ich noch was Längeres. Weg damit. Da auch noch. Guck mal, dass kein Taschthaar dazwischen ist. Halt, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Das ist kein Taschthaar. Bleib mal so. Bleib so. Bleib so. Machst du toll, machst du großartig. Großartig. So, jetzt muss ich auch die Seite hier ausbürsten, das mag es jetzt gleich wieder gar nicht, weil das zippelt. Gell, das zippelt. Ganz vorsichtig machen wir das schon. Jawohl, prima. Bleib liegen. Darf sie da immer nicht zu arg loben, sonst springt sie gleich auf und denkt, wir sind fertig. Gell? Immer bedacht loben. Weil es dauert noch ein bisschen. Jetzt
Noch ein bisschen durchhalten, Schatz. Ganz fertig sind wir leider noch nicht. Ein bisschen musst du durchhalten, okay? Legst deinen Kopf nochmal hin. Sei so gut. So, die Augenbrauen oder die Wimpern mache ich wieder auf die Seite. Genau, dass wir die nicht mit abschneiden, gell? Ja. Die lassen wir stehen. Jetzt die, ja, komm jetzt weg. Das sind die Haare, ja. Seht ihr, die Gestörrchen hier, das sind die Wimpern. Die hier sind also schön gebogen. Das hat eine ganz andere Struktur wie das Fell. So, Cleo-Maus, ich glaube, wir haben es geschafft. Die Cleo ist fertig, die hat ihren neuen Look. Gell? Jetzt sieht man wieder was von ihren Augen. Zeig dich mal. Zeig dich mal. Guck mal, da. Zeig dich mal. Genau. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.